Der designierte Innenminister Wolfgang Sobotka hat am Montag einen Antrittsbesuch bei Bundespräsident Heinz Fischer in der Hofburg absolviert. Der niederösterreichische Landesrat ist mit dem Staatsoberhaupt für rund 20 Minuten hinter der Tapetentür verschwunden. Es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr eine reiche Erfahrung. Es ist um europapolitische Probleme gegangen, wie er das einschätzt, die Lage. Werden diese Nationalismen mehr? Wie stark wird Europa sein können, um sich also wieder einer Ausrichtung des Gemeinsamen besonderer Art und Weise zu bedienen? Er hat auch hier seine Meinung mir mitgegeben am Weg. Und ich denke, es war ein für mich sehr wertvolles Gespräch und ganz einfach einmal ein Kennenlernen. Ein Kennenlernen auf persönlicher Ebene. Ich kenne ihn natürlich und er kennt mich auch von vielen Besuchen in Niederösterreich, aber es war auch ein sehr privates Gespräch. Wolfgang Sobotka soll am Donnerstag als Innenminister angelobt werden. Der Weidhofener freut sich schon auf seine neue Aufgabe. Ich glaube, es ist eine große Ehre, Minister der Bundesrepublik Österreich zu sein und natürlich auch eine große Herausforderung, gerade in Zeiten wie diesen, gar keine Frage. Auf seine Qualifikation für das Amt angesprochen, meinte der 60-Jährige, ein Minister habe eine Managementfunktion. Hat eine Aufgabe für die Gesamtsicht, auch eine Regierungslinie, eine Verantwortung mitzutragen. Und schlussendlich, glaube ich, auch die Frage der Kommunikationsfähigkeit ist eine entscheidende. Nach doch relativ vielen Jahren auf der politischen Ebene kenne ich erstens einmal den Bund sehr gut, seine Funktionsweise, die einzelnen Ministerien. Ich habe viele Dinge mit dem Bund verhandelt, egal ob das die Gesundheitsreform ist oder viermal den Finanzausgleich. Das heißt, mir ist das durchaus vertraut. Und aus dieser Grundlage heraus, auch politisches Management zu können, traue ich mir diese Funktion auch zu. Inhaltlich wollte Sobotka zu seiner künftigen Arbeit nicht ins Detail gehen. Er werde aber den Kurs der Regierung in der Flüchtlingsthematik weiterentwickeln.